Ja, hallo zusammen und es geht noch einmal um Pfeilbau, den perfekten Pfeil. Wir hatten zwei Themen, die Schritte, wie baut man den zusammen, das habe ich zusammen mit Christian gemacht und dann haben wir ein Thema gehabt, dreifach gegenüber vierfach und es fehlt noch helical versus straight, also gewunden befiedert gegenüber gerade befiedert. Was hat welchen Vorteil? Für mich geht es dabei wie immer um die Gruppierung und das habe ich ähnlich, ja, für mich ausgeschossen im wahrsten Sinne des Wortes, wie bei dreifach gegen vierfach auch. Ohne groß rumreden, legen wir los. Welche Vorteile haben gewundene Befiederungen gegenüber gerade geklebten Befiederungen? Ähnlich wie bei vierfach gegenüber dreifach hat gewunden gefiedert gegenüber gerade befiedert einen höheren Steuerungseffekt, weil einfach mehr Fläche angeboten wird. Also es ist einfach mehr Fläche da, worauf der Wind durch den Flug Einfluss nehmen kann. Das heißt also, ein gewunden befiederter Pfeil dreht sich schneller wie ein gerade befiederter Pfeil. Einfach weil mehr Kraft drauf einwirkt und ihn eher und in möglicherweise auch schnellere Rotation versetzt. Ob das die Rotation jetzt wirklich schneller ist oder nicht, ich konnte es nicht messen. Ich habe also keine Instrumente dafür und daher musste ich einfach auf ein anderes System zugreifen, um für mich zu entscheiden, was besser ist. Gerade befiedert oder gewunden befiedert. Ich habe es wie bei dreifach gegen vierfach ausgeschossen und zwar mit zwei Methoden. Das erste war, ich habe mir zwei Auflagen genommen, die auf 50 Meter gehängt und jeweils Gruppen von vier oder sechs Pfeilen geschossen und dann hinterher die Punktewolke verglichen. 50 Meter, warum? Das ist aussagekräftig, ob ich jetzt, ob die Gruppen gut sind. Ausreißer, die kann man dann rauskicken und man sieht da auch schon einen möglichen Nachteil einer gewundenen Befiederung, nämlich den Höhenversatz. Ja? Gewunden befiedert, mehr Angriffsfläche für den Wind, also auch mehr Bremswirkung. Ob sich das jetzt wirklich so entscheidend auswirkt, werden wir im Verlauf des Videos noch sehen. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Auflagensystem. Zwei Auflagen, jeweils unterschiedlich befiederte Pfeile. Da haben wir dann eindeutig eine Zuordnung der Unterschiede zu der Gruppierung. Ja? Man kann Apps nehmen, aber da gibt es dann wieder Übertragungsfehler. Wo schiebe ich dann in der App die Trefferlage hin? Das ist ein bisschen fehlerbehaftet und deswegen mache ich das gerne mit den beiden Auflagen. Da kann ich dann auch hinterher ein Maß anlegen, wie groß ist der Durchmesser und sehe auf den ersten Blick, wenn ich die nebeneinander lege, wie ist die Punkteverteilung, wie ist die Gruppierung. Wenn man jetzt bei Apps hin und her wischen muss, und ja, das geht einfach schneller und es ist in meinen Augen einfach die ehrlichere Variante, weil auch weniger fehleranfällig. Gut, von den Auflagen habe ich jetzt leider keine Bilder mehr. Ich habe aber noch die helical und gerade befiederten Pfeile auf eine andere Art verifiziert, welcher besser ist. Und zwar war ich jeweils mit zwei Helicals, zwei Geraden im 3D-Parcours unterwegs. Auch das geht, wenn ihr das mal zur Überprüfung machen wollt. Der Vorteil ist da, wie verhalten sich die unterschiedlichen Pfeile auf unterschiedliche Entfernungen bei unterschiedlichen Zielen. Ja, kann man nicht sagen, man muss halt immer in der Mitte treffen. Aber es ist ganz interessant zu sehen, was dabei rausgekommen ist. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Erläuterung. Gerade klebt man mit so einer geraden Klammer und Helical hier
mit so einer gewundenen Klammer. Ich glaube, hier sieht man ganz gut den Unterschied. Wichtig dabei ist, dass der Boden der Fletsche immer Vollkontakt zum Schaft hat. Im Video, was wir schon gemacht haben mit Christian, 1-2 Grad ist gut. Wenn man kann und will noch mehr Steuerung haben, dreht man eine Helical oder auch eine Gerade darüber hinaus auf 3 oder möglicherweise 4 Grad. Wichtig ist halt, dass der Schaft immer guten Kontakt zur Fletsche hat. Okay. Kommen wir zu dem Test im Parcours. Hier sind ein paar Bilder, die blende ich euch hier ein. Dann könnt ihr das mit nachvollziehen, was ich da gemacht habe. Die Schäfte mit den grünen Nocks waren gerade befiedert, die mit den roten Helica. Dann kommen wir zu Bild Nummer 1. Das war eine Entfernung von roundabout 30 Meter. Und ihr seht ja einen minimalen Unterschied bei der Gruppierung. Höhenmäßig überhaupt kein Problem. Beide Befiederungsarten haben das gleiche Höhenlevel. Ein leichter Vorteil für die roten, also für die Helical befiederten Pfeile. Ja, es ist, ja doch, also man kann schon sagen, die sind 50% besser. Auch wenn es nur ein halber oder ein Zentimeter Unterschied ist. Nächste waren, das waren irgendwas so um die 37 Meter, auch gute Trefferlagen. Aber auch hier sieht man einen Vorteil der Helical-Befiederung, die in der Gruppierung besser war. Jetzt nicht unbedingt in der Trefferlage, da hat der eine grüne, ist da im Elfer noch besser, aber es geht ja primär um die Gruppierung dabei. Ja, auch hier das, oh, was war das für eine Entfernung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist letztendlich auch wurscht. Auch hier in der Gruppierung Helical Vorteil. Da ist jetzt nur einer geschossen worden, warum auch immer. Irgendwas um die 30 Meter, meine ich. Ja, da ist einfach nur die Trefferlage besser. Das gleiche hier bei ist auch die Trefferlage besser gewesen. Und auch hier sieht man nochmal, das war glaube ich auf 45 Meter, ist die Gruppierung der Helicals minimal besser. Ja, hier auf den habe ich jetzt nur 2 geschossen. Ich habe die übrigens immer blind aus dem Köcher gezogen. Nicht, dass ich meinetwegen die Helicals bevorteilt habe, weil ich die zuerst geschossen habe und die gerade befiederten als letzte, wo dann vielleicht die Kraft ausgeht. Das ist auch übrigens noch ein Tipp. Schießt so viele Pfeile, wie ihr und auch auf einer Entfernung, wo ihr sicher seid, dass ihr gute Gruppen schießt. Weil da bekommt ihr dann wirklich eine verlässliche Aussage. Das gilt auch für das Ausschießen von Dreifach gegen Vierfach. Okay, das war jetzt ganz interessant. Das war ein Schuss auf 54 Meter. Gruppe 1 Tier, Max. Und da sieht man ja recht deutlich einen Vorteil der Helical-Befiederten. Und die waren diesmal als Nummer 3 und 4 geschossen. Die anderen beiden waren Nummer 1 und 2. Was man hier auf diese weite Entfernung vielleicht erkennen kann, ist ein minimaler Höhenunterschied, ein minimaler Höhenvorteil bei einer gerade Befiederung. Aber das sind so 1-2 Zentimeter. Und wenn ich mir die Gruppierung ansehe, war für mich zumindest klar, welche Art der Befiederung ich bevorzuge. Hier haben wir das Gleiche nochmal. Das waren wieder um die 30 Meter rum. Und ja, was soll man sagen? 2 Elfer sind besser wie eine 11 und eine 10. Das Gleiche hier. Das waren wieder über 40. Irgendwie sowas. 46, 47 Meter und da haben wir dann, ja, die bessere Trefferlage ist bei gerade, aber das, wie gesagt, das ist für mich nicht das Entscheidende gewesen. Ich habe immer auf den gleichen Punkt angehalten
Und die Gruppierung bei Helical hat eindeutig Vorteile. Das war auch das letzte Bild aus dem, das war glaube ich ein 14er Parcours, den ich da gemacht habe. Und ja, auch unter Parcoursbedingungen, neben den Laborbedingungen, sage ich jetzt mal, auf die 50 Meter und die beiden Auflagen, haben die Helical-Befiederungen ihre Vorteile bewiesen. Für mich jedenfalls, in dem Setup. Und auf Entfernungen 50 plus hat die Befiederung, die ich verwendet habe, die Techvanes, auch dazu habe ich ein Video gemacht, was ich euch hier noch verlinken kann, einfach wunderbar funktioniert. Deswegen bin ich dabei geblieben. Ja, ich denke mal, das war so alles, was jetzt so für den perfekten Pfeil entscheidend war. Ne? Ihr wisst jetzt, wie man baut. Ihr habt Entscheidungshilfen, ob ihr dreifach oder vierfach nehmt. Ihr habt Entscheidungshilfen für Helical oder gerade. Und ihr wisst auch, wie ihr das verlässlich rausfinden könnt, was für euer Setup besser funktioniert. Weil es ist nicht gesagt, dass ihr die gleichen Ergebnisse habt, wie ich jetzt hier mit meinem Set. Ja? Also das ist immer individuell auf euer System ja, abzustimmen. Das müsst ihr selber herausfinden. Aber ihr wisst jetzt wie und da wünsche ich euch viel Spaß beim Ausschießen eures besten funktionierenden Setups und ja, bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Video.